Disclaimer. Die ersten 11 oder 12 Minuten dieser Episode hatte meine Stimme noch mit den Ausläufern einer Grippe zu kämpfen, weswegen sie ein bisschen, naja, käsig klingt. Ja, ich glaube, käsig ist das richtige Wort. Als das dann in einer weiteren Aufnahme bewältigt wurde, hatte ich Probleme mit der Technik und meine Stimme klingt dann dadurch ein bisschen dumpf. Ja, erst die letzten 5 bis 6 Minuten dieser Episode klingen wieder wie gewohnt. Und tja, da ich Vollzeit arbeite nebenbei, hatte ich nicht die Zeit, es komplett nochmal aufzunehmen. Also werde ich das jetzt so raushauen und ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, ich wünsche viel Spaß mit einer Folge, die mit wirklich vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Liebes Reisetagebuch. Im letzten Eintrag gelang es uns, bei den Mönchen der heiligen Krümelkacke angenommen zu werden, und man weiß ja, wie es heißt. You're in big trouble though, pal. I eat pieces of shit like you for breakfast. You eat pieces of shit for breakfast? No. Wir kämpften uns kartenlos durch die Katakomben des Klosters und wurden dann trotz Bogen und Magie von 3 Kappas aufgemischt. Nur mit Mühe konnten wir die 3 besiegen, wofür wir tatsächlich unseren wertvollen Talisman verwenden mussten. Und jetzt schlagen wir die Augen auf. Unsere Wunden sind verheilt, unsere Lebenspunkte restauriert. Gehen wir ihn weiter. Den Weg der Wachtel. 11. Eintrag. Besiegst du alle 3 Kappas, darfst du dir 2 Erfahrungspunkte gutschreiben und das Feld bei 362 ankreuzen. Okay, dann verfügen wir insgesamt über 5 Erfahrungspunkte. Als du dich im Raum umsiehst, fällt dein Blick auf ein uralt wirkendes, in Leder eingeschlagenes Buch, das auf dem altarähnlichen Podest liegt, um den die 3 Kappas standen. Als du es näher betrachtest, wird dir klar, dass es sich nur um den verschollenen Kodex handeln kann, von dem dir Hiroko erzählt hat. Freudig steckst du das Buch in deine Tasche. Als du die Leichen der Kappas durchsuchst, fällt dir auf, dass einer der Unholde einen kleinen Stoffbeutel auf seinen Rücken geschnürt hatte, in dem du 5 Goldstücke und einen Stängel Höhlenkraut findest. Ab ins Inventar damit. Unsere finanziellen Möglichkeiten erstrecken sich nun über ganze 17 Gold. Da du sonst nichts von Interesse entdeckst, verlässt du den Raum und kehrst zur letzten Abbiegung zurück. Weiter bei 629. Na schön, nun müssen wir offenkundig wieder aus dem Labyrinth herausfinden und grundsätzlich dürfte das auch kein Problem sein. Ich frage mich nur, ob es eine Bewandtnis damit haben könnte. Modernes Game Design würde uns einen solch sinnlos anmutenden Weg ersparen. Hier aber werden wir zum Backtracking gezwungen. Wieso? Gibt uns das Spiel noch die Möglichkeit, liegengelassene Items aufzuspüren? Tja, wenn das so ist, dann fühle ich mich tatsächlich dazu verpflichtet, diesen Irrgarten doch noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und dafür bleibt es mir dann doch leider nicht erspart, eine Karte anzufertigen. Tja, machst du nix. Schnell, naja, eher zeitaufwendig als schnell, gehe ich den letzten Eintrag nochmal durch und rekonstruiere eine Kartografie. Aus meinem Gekritzel geht hervor, dass wir mindestens 5 Räume nochmal untersuchen sollten und, naja, das machen wir dann jetzt wohl. Von der 629 laufen wir in Richtung Westen weiter zur 571. Beides Räume, in denen wir schon gewesen sind. Dann wenden wir uns erneut nach Westen und wenn ich nicht falsch gemappt habe, sollten wir in einen uns noch unbekannten Raum gelangen. 570. Du bist dem Weg noch nicht lange gefolgt, als du an eine Kreuzung gelangst, von der insgesamt 4 Gänge abgehen. Du stehst vor der Wahl, den nördlichen, den westlichen, den südlichen oder den östlichen Gang einzuschlagen. Okay, sowohl Westen als auch Norden führen uns in noch nicht erschlossene Gefilde. Also wenden wir uns zunächst nach Norden. 572. Der Gang Richtung Norden entpuppt sich als Sackgasse. Als du dich näher umsiehst, entdeckst du eine Nische in der Wand, in der das Skelett einer Wachtel kauert. Dein Blick fällt auf eine lederne Umhängetasche, die trotz der Witterung gut erhalten geblieben ist. Sollte das Feld bei 572 noch nicht angekreuzt sein, kannst du die Tasche untersuchen. Fahre in diesem Fall bei 592 fort. Jo, das machen wir auch sofort.
592. In der Tasche finden sich einige verschrumpelte schwarze Klumpen, bei denen es sich möglicherweise einmal um Nahrungsmittel gehandelt haben könnte. Daneben entdeckst du aber auch zwei Dinge, die für dich von Interesse sind. Einen kleinen Katakombenschlüssel und ein gläsernes Fläschchen mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Während du den Schlüssel in deine Tasche steckst? Nee, das brauchen wir überhaupt nicht. Wir haben die Tür bereits aufgebrochen, also scheiß auf den Schlüssel. Während du den Schlüssel einfach liegen lässt, überlegst du, ob du von dem Trank probieren solltest oder nicht. Willst du es wagen, fahre bei 584 fort. Andernfalls entschließt du dich lieber, kein Risiko einzugehen und kehrst zu der letzten Kreuzung zurück. Weiter bei 570. Kreuze in jedem Fall das Feld bei 572 an. Ja, da logisch, runter mit der Plörre. 584. Du nimmst einen kräftigen Schluck von der Flüssigkeit, die etwas bitter im Abgang ist, ansonsten aber fast keinen Eigengeschmack zu besitzen scheint. Schon nach wenigen Minuten meinst du, eine Wirkung der seltsamen Substanz spüren zu können. Du merkst, wie dir immer kälter wird und gleichzeitig deine Konzentration nachlässt, bis du nicht einmal mehr deine Augen offen halten kannst. Ohne es verhindern zu können, versinkst du in einen tiefen Schlaf. Als du wieder zu dir kommst, stellst du erschrocken fest, dass dein gesamter Körper schmerzt und mit Schürfwunden übersät ist. Du verlierst 3 Lebenspunkte und 2 Erfahrungspunkte. Was? Alter, Erfahrungspunkteverlust dürfte wohl so ziemlich die mieseste Strafe sein, die einem Spieler begegnen kann. Fuck, abgefuckte Scheiße auch, ey. Lebenspunkte auf 12, Erfahrungspunkte auf 3. Shit. Allem Anschein nach muss dich irgendeine Kreatur gepackt und herumgeschleift haben, denn du erkennst deine Umgebung nicht wieder. Ein kalter Schauer läuft dir über den Rücken, als du darüber nachsinnst, um was für ein Geschöpf es sich wohl gehandelt haben könnte. Du befindest dich in einem Korridor, dem du nun entweder südwärts oder nordwärts folgen kannst. Haha, mieser kleiner Hexenmeister-Klonabschnitt. Wollen wir mal einen Blick auf die Karte werfen. 569 sagt uns nichts, aber 629 schon. Okay, also rennen wir mal gemütlich südwärts. 569. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Weg um eine Sackgasse handelt, die an einer mit Algen bewachsenen Steinwand endet. Auf dem Boden befinden sich einige Pfützen und als du dich näher umsiehst, fällt dir auf, dass aus der Decke Wasser tropft. Sollte das Feld bei 569 noch nicht angekreuzt sein, findest du hier 2 Stängel Höhlenkraut. Kreuze es danach an. Da du hier ansonsten nichts von Interesse entdecken kannst, kehrst du wieder zu der letzten Abbiegung zurück. Weiter bei 629. Okay, cool. Kraut in den Rucksack und ein Blick auf die Karte. Wir haben uns nicht nennenswert verlaufen, also können wir beruhigt mit der Erkundung der letzten paar verbleibenden Räume fortfahren. Wieder laufen wir zur 571 und wenden uns von dort aus nach Süden, genau, zur 568. Hier waren wir zwar schon mal, wurden aber direkt weitergeleitet. Da der Raum mittlerweile aber angekreuzt ist, bekommen wir also etwas zu Gesicht, das wir vorher nicht lesen durften. 568. Nach kurzer Zeit erreichst du eine Abbiegung. Sollte das Feld bei 568 noch nicht angekreuzt sein, kreuze es jetzt an und fahre bei 594 fort. Ansonsten bietet sich dir die Möglichkeit, einen Weg entweder gen Norden, gen Süden oder gen Westen fortzusetzen. Aha, im Süden waren wir noch nicht, also geht es weiter bei 544. Du gelangst an eine Kreuzung, die sich als dieselbe herausstellt, von der deine Erforschung der Katakomben begonnen hat. Ist das Feld bei 362 angekreuzt und du besitzt den Kodex, wählst du den Gang in Richtung Süden, der dich zur Anlegestelle führt, von wo aus du zum Kloster zurückkehrst. Weiter bei 341. Andernfalls stehst du nun vor der Wahl, den Gang nach Westen, nach Norden oder nach Osten zu nehmen. Ach was? Da gab es doch noch ein paar Räume, die ich erkunden wollte, Alter. Oh, aber gut, das Spiel gibt uns nicht die Möglichkeit zurückzukehren, also können wir da nicht viel machen. Toll. Wir befinden uns also sofort wieder im Kloster und können den Kodex abgeben. Das finde ich nicht gut gelöst. Das erinnert mich an den Friedhof der Altvorderen, der einen, sobald man einen bestimmten Raum betreten hat, wie auf einer Wasserrutsche wieder ausspeit und einen zwingt, einfach weiterzugehen, ohne alles erkundet zu haben. Nein, das ist nicht cool.
385. Ich bin beeindruckt von deinem Können und deinem Eifer, lobte Shiroko, als du ihm das Buch überreichst. Du bist würdig, in den Stand eines Mönches erhoben zu werden. Nimm diese Mönchsrobe. Sie ist Zeichen deiner Zugehörigkeit zur Bruderschaft. Alles klar, die Robe bietet ebenso viel Verteidigung wie unsere Lederrüstung. Wir könnten also unsere aktuelle Kluft einfach anbehalten, doch aus Gründen der Immersion wechseln wir die Bekleidung. Die Lederrüstung wandert in den Rucksack und wir sehen ein kleines bisschen cooler aus. Trage Mönch unter Klasse auf deinem Heldenbogen ein. Alles klar, erledigt. Du bedankst dich überschwänglich und willst Hiroko gerade verlassen, als er dich bittet, noch einmal innezuhalten. Geh noch nicht, warte. Gestern war ein Bote des Tenno hier. Er berichtete davon, dass der barbarische Stamm der Ezo, der den Norden Japans, das Land Hokkaido, bewohnt, zunehmend ein Problem wird. Die erbarmungslosen Raubzüge dieser Barbaren durch die Provinzen kostet vielen Bauern das Leben und richten erheblichen Schaden an. Der Tenno plant, einen Stützpunkt der Ezo zu überfallen, der nahe Kyoto liegt. Er hat vor, eine Gruppe seiner besten Samurai sowie einige Verstärkungstruppen zu dem Dorf zu entsenden. Da die Priester der Ezo auch über eine primitive Form der Magie verfügen, hielt er es für unentbehrlich, dem Trupp zur Sicherheit auch einen Magier zur Seite zu stellen. Ich bitte dich darum, diese Aufgabe zu übernehmen. Kreuze 385 an. Aha, die Ezo. Ich bin mir sicher, dass ein gewisser Krieg gegen die Ezo schon mal in den früheren Einträgen Erwähnung fand. Auch weiß ich, dass unter den erlernbaren Fertigkeiten die Sprache der Ezo verzeichnet steht. Vielleicht nimmt die Story jetzt ein wenig Fahrt auf, ich bin echt gespannt. Du weißt, dass du diese Bitte unmöglich zurückweisen kannst, also bleibt dir nur, dich für den sofortigen Aufbruch bereit zu erklären, weiter bei 418, oder aber dich zunächst zu verabschieden, um dich für deine Aufgabe vorbereiten zu können, weiter bei 341. Okay. Wir verabschieden uns natürlich und bereiten uns vor. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Aufgabe uns bereits in das Endgame führt, aber wir sollten diese Möglichkeit zumindest in Betracht ziehen. Demnach ist es vielleicht eine gute Idee, vorher ein paar unerledigte Quests anzugehen, ein wenig Erfahrung zu sammeln und weitere Zauber zu erlernen. Wenn ich ein wenig darüber nachdenke, so ist ein baldiges Ende des Abenteuers nämlich gar nicht so unwahrscheinlich. Immerhin besteht dieses Spielbuch aus 827 Abschnitten und es ist demnach gar nicht allzu umfangreich. Außerdem gibt es noch eine ganze Stadt, die wir noch nicht erkundet haben. Bevor wir uns also dem Kriegertrupp gegen die Ezo anschließen, sollten wir noch ein wenig die bisherige Freiheit genießen. So suchen wir also den alten Kuroshi auf und schauen mal, was er Neues im Angebot hat, denn er sollte Neues haben. Immerhin sind wir im Rang aufgestiegen. 381. Ich heiße dich willkommen, Bruder, sagt Kuroshi, als du dich dem Kreis näherst und er deine Robe entdeckt. Geselle dich doch zu uns, damit ich dir die Geheimnisse der Magie noch genauer auslegen kann. Yep, wie erwartet bietet Kuroshi nun alle noch übrigen Zauber an. Bevor wir jedoch überhaupt in Erwägung ziehen können, uns einen davon zuzulegen, müssen wir unseren Magiewert steigern. Dieser funktioniert nämlich auch als Maximalwert erlernbarer Zauber und beläuft sich im Augenblick auf 3. Die zweite Magiestufe würde unseren Wert auf 5 anheben, aber sie kostet 6 Erfahrungspunkte und wir verfügen lediglich über, 3. So ein Kappes. Ansonsten bietet Kuroshi übrigens auch einen Meisterstab an und der sieht gar nicht so uninteressant aus. Als Waffe bietet er eine Verteidigung von 5. Unser Dolch kann da mit einer 2 nicht mithalten. Der Angriffswert des Stabes beläuft sich auf 2 plus Magiewert, wäre für uns aktuell also nur 5, könnte aber, soweit ich das sagen kann, bis auf 9 steigen. Das Ding ist echt nicht verkehrt. Da der Stab 30 Goldstücke kostet und zurzeit aufgrund unseres niedrigen Magiewertes noch nicht so ganz attraktiv ist, lassen wir ihn vorerst links liegen. Wir brauchen Erfahrung und Gold.
Was wir aber erlernen können, ist die Parade der Stufe 1 für 3 Erfahrung und 5 Gold. Das hebt unseren Verteidigungswert dauerhaft um 1 an und mehr Verteidigung ist immer gut. Erlernen wir diese Fertigkeit also und zack, Gold runter auf 12, Erfahrung runter auf 0. Verteidigung dafür aber rauf auf 8. Als nächstes kaufen wir noch 2 Heiltränke für jeweils 5 Goldstücke, haben damit wieder 5 Tränke und nur noch 2 Goldstücke. Jetzt könnten wir zwar unsere überzähligen Rüstungen verkaufen, aber hier im Kloster bekommt man dafür nicht viel, also schleppen wir die lieber auf irgendeinen Markt. Aber bevor wir den Rest der offenen Spielwelt erkunden, machen wir nochmal schnell Halt in unserer Zelle, heilen vollständig und öffnen unsere Truhe. Wir entnehmen Angel und Kompass und lassen 3 Höhlenkraut zurück. Vielleicht können wir daraus später ein paar interessante Tränke brauen, sollten wir auf weitere Zutaten stoßen. Dann verlassen wir das Klostergelände und schippern nach Osaka zurück. Hier machen wir etwas, das ich schon vor einer Weile hatte tun wollen. Wir angeln. Weiter bei 203. Du suchst dir ein ruhiges, abgeschiedenes Plätzchen und lässt dich dort zum Angeln nieder. Solltest du nicht mindestens eine Angel haben, kehre zu 150 zurück. Ansonsten spießt du einen Köder auf den Haken und wirfst aus. Tatsächlich scheint sich nach einiger Zeit etwas zu tun. Wirf einen Würfel. 1. Der Haken verfängt sich im Seegras und deine Angel bricht in 2. Ja, klar, was denn auch sonst? 2-4. Ein kleiner Fisch beißt an. Lebenspunkte plus 3. 5. Du fängst einen großen Fisch. Lebenspunkte plus 5. 6. Du schläfst ein. Weiter bei 277. Naja, das Angeln scheint mir jetzt nicht so sonderlich spannend zu sein, aber versuchen wir es mal. Packen wir also die Würfel aus und legen los. 3. 1. Ha, fick dich. Wir ziehen einen kleinen Fisch aus dem Hafenbrack Wasser und lassen die zerbrochene Angel einfach liegen. Den Fisch können wir beim Lebensmittelmarkt für eine Goldmünze verkaufen und das lohnt sich einen Scheiß. Also behalten wir das stinkende Ding erstmal, aber da wir schon mal auf dem Markt sind, verhökern wir die Lederrüstung für 18 Gold und die Novizenrobe für 8 Gold. Das ergibt insgesamt 26 Gold und zusammen mit den 2 Gold, die wir noch haben, belaufen sich unsere finanziellen Mittel auf genau 28. Fast haben wir also genügend Gold für den Meisterstab, aber noch nicht, eben nur fast. Nun aber verlassen wir Osaka einstweilen. Das Ziel lautet Sakai, denn diese Stadt haben wir bislang noch gar nicht betreten. Leider müssen wir dafür erst zurück nach Kyoto und wie es das Reisen verlangt, würfeln wir natürlich. Eine 5. Da wir mittlerweile einer Klasse angehören, subtrahieren wir einen Punkt, der Kompass lässt uns einen weiteren Punkt abziehen, also kommen wir insgesamt bei 3 raus und das bedeutet weiter bei 156. Dein Weg führt durch einen schmalen Waldpfad entlang, der seit dem letzten Regenschauer so matschig ist, dass du bis zu deinen Krallen im Schlamm versinkst. Du fluchst leise vor dich hin und bist dabei so in dir selbst versunken, dass du die 3 Jäger erst ausmachst, als sie sich schon unmittelbar vor dir befinden. Das ist umso erstaunlicher, da sie unentwegt damit beschäftigt sind, dumpfe Parolen und laute Trinklieder vor sich hin zu grölen, die durch den gesamten Wald schallen. Auch ihre Körperhaltung legt nahe, dass sie allesamt schwer betrunken sind. Scheinbar können sie sich kaum selber auf den Krallen halten, denn sie stützen sich gegenseitig und wanken dabei bedrohlich hin und her. Einer von ihnen zieht sogar unentwegt an einer kleinen Opiumpfeife. Sie scheinen dich sogar noch später zu bemerken als du sie. Einer von ihnen torkelt auf dich zu und lallt: Boah, das war das letzte bisschen, das wir noch hatten. Aber ich brauche mehr von dem Zeug. Hast du noch was dabei, Bro? Er hickst und der unangenehme Geruch von billigem Bier steigt dir entgegen. Wie willst du auf diese Trunkenbolde reagieren? Ihnen etwas Opium geben, vorausgesetzt du besitzt mindestens eine Portion, weiter bei 220. Ihnen sagen, dass du zwar kein Opium hast, ihnen aber etwas zu essen anbieten könntest. Überlege dir, was und wie viel und fahre bei 221 fort.
sie zurechtweisen, da du der Meinung bist, dass ihr unhöfliches und ungepflegtes Auftreten eine Rüge verdient. Weiter bei 222. Hey, Moment, wir haben doch noch eine Portion stinkenden Fisches. Ja, eine Portion stinkenden Fisches. Also, wir haben doch noch eine Portion stinkenden Fisch. Die könnten wir denen doch anbieten, oder? 221. Das ist zumindest besser als nichts, oder? Grunzt einer der Jäger. Die drei stürzen sich mit unmanierlicher Gier auf alles, was du ihnen angeboten hast. Nachdem sie ihr Mahl beendet haben, reiben sie sich die Bäuche und bedanken sich bei dir. Solltest du ihnen so viel gegeben haben, dass es insgesamt einen Lebenspunktebonus von 4 oder mehr ergibt, schenken sie dir einen Weidebogen. Trefferquote 3, Angriff 3. Danach verabschieden sie sich und torkeln weiter ihres Weges. Weiter bei 20. Nein. Der dämliche Fisch war nur 3 Lebenspunkte wert. Schade. Der Weidebogen ist zwar nicht besser als unser Rattenschießer, aber wir hätten ihn verkaufen können. Pech. Wir kommen schließlich in Kyoto an und dann wenden wir uns das erste Mal in Richtung Sakai. 22. Sakai ist die zweite große Hafenstadt im Lande. Die Reise dorthin wird aber alles andere als ungefährlich werden, denn in den Wäldern, durch die die Straße dorthin verläuft, sollen allerlei wilde Tiere lauern. Würfel, um zu erfahren, was dir zustößt. Siehst du in Anbetracht der Gefahren doch von einer Reise ab, kehre zu 20 zurück. Okay, das ist tatsächlich eine Warnung des Buches. Bislang hat es uns immer einfach in unser Verderben rennen lassen. Wir sollten sie also ernst nehmen und froh sein, dass wir schon beinahe so etwas wie eine krasse Hexerwachtel sind. Geralt von Wachtelriva zur Stelle. Wenn du einen Kompass besitzt, fällt dir die Orientierung leichter und du kannst das Ergebnis bei Bedarf um 1 erhöhen. Wir würfeln eine 3, okay. Plus den Kompass ergibt 4. Also weiter bei 36. Es zieht ein leichter Nebel auf, der sicher nichts Ungewöhnliches in dieser moorigen Gegend ist. Was dich dagegen viel mehr beunruhigt, ist, dass du vor dir im Nebel die Umrisse einer anderen Wachtel wahrzunehmen glaubst, die völlig in Schwarz gekleidet zu sein scheint. Ein kalter Schauer läuft dir über den Rücken und du beginnst zu frösteln. Was willst du tun? Die Waffe ziehen und auf einen Angriff vorbereitet sein, weiter bei 70. Dich hinter einem Baum verstecken, weiter bei 71. Weitergehen, weiter bei 72. Dich tief vor dem Fremden verbeugen, weiter bei 73. Okay, das ist wirklich mal eine interessante Begegnung. Mein erster Impuls war es, die Waffe zu ziehen, doch als Mönch des Ordens aller schlecht abgewischter Arschfalten werden wir es wagen, diesem Unbekannten einen Gruß entgegenzubringen. 73. Gerade als dich der Finsterling erreicht hat, verbeugst du dich so tief, dass dein Haupt den staubigen Boden berührt. Die Person in der Kutte wird aufmerksam und wendet sich dir zu. Schließlich beginnt sie zu sprechen. Ihre Stimme ist tief und wirkt respekteinflößend. Ja, geradezu unheimlich. Es freut mich, dass es noch Leute gibt, die Achtung haben vor dem, den sie einstmals die rechte Hand des Tennos nannten. Langsam erhebst du deinen Kopf und wagst es, in die Augen deines Gegenübers zu schauen. Nun erkennst du, dass er, obwohl er seine Haltung zu wahren weiß, einen geradezu traurigen Ausdruck in seinem Gesicht hat, der dir etwas von der Furcht nimmt, die du zunächst vor dem Fremden verspürt hattest. Du überlegst nicht lange, sondern fragst, ob er ein Ronin ist, ein herrenloser Samurai. Das könnte man so sagen. Hast du noch nie von mir gehört? Ich bin Yujin und war lange Zeit ein einflussreicher Shogun am Hofe des Königs. Doch als es sich herumgesprochen hat, dass ich mich über viele Jahre mit der Kunst der Geisterbeschwörung beschäftigt hatte, verbannte mich der Kaiser von seinem Hof. Er dachte wohl, ich wollte mit Hilfe eines Dämons die Macht an mich reißen. Wie willst du auf diese Geschichte reagieren? Willst du ihn fragen, was es mit der Kunst der Beschwörung auf sich hat? Fahre bei 111 fort. Willst du den finsteren Magier lieber angreifen? Lies weiter bei 70.
Ziehst du es vor, dich schnell von ihm zu verabschieden und das Weite zu suchen, weiter bei 72. Natürlich setzen wir das Gespräch fort. 111. Leider gibt es nur noch wenige Wachteln, die sich mit dieser uralten Form der Magie beschäftigen. Lediglich das Volk der Ezo, wilde Krieger im Norden Hokkaidos, ist auch noch heute dafür bekannt, dass seine Schamanen sehr mächtige Dämonen herbeirufen können. Die Kunst der Beschwörung wurde hierzulande noch vor gar nicht allzu langer Zeit praktiziert, doch vor einigen Jahrzehnten dann verboten. Kameo Takasashi, seinerzeit einer der berühmtesten Magier, hatte einen riesigen Dämon herbeigerufen, der außer Kontrolle geriet und halb Kyoto verwüstete. Der Tenno war außer sich vor Wut. Kameo musste ins Exil und die Beschwörung fremder Geister wurde seitdem verboten. Was aus Kameo geworden ist und ob er noch lebt, das weiß keiner so genau. Manche meinen, er sei tot. Andere vermuten, dass er von den Ezo gefangen genommen wurde, als er in den Norden floh. Eines aber steht sicher fest. Er war einer der mächtigsten Magier, die Japan je gesehen hat. Und auch meine magischen Künste sind nichts gegen die des Meisters. Du hörst seiner Geschichte zu und bedankst dich für diese ausführlichen Informationen. Willst du dich nun erkundigen, ob er dich nicht in die Grundlagen der Beschwörung einweihen könnte? Fahre bei 110 fort. Ansonsten setzt du deinen Weg nach Sakai fort. Weiter bei 72. Ja, klar, wir haben zwar keine Erfahrungspunkte, aber ich möchte gerne wissen, was der Quatsch kostet. So einfach ist es nicht. Zunächst muss man sich mit den Grundlagen vertraut machen, aber ich kann dich unterweisen. Gold verlange ich nicht dafür, da ich mich sowieso nicht mehr in der Zivilisation blicken lassen kann. Allerdings musst du viel Erfahrung mitbringen, um die komplizierten Formeln zu verstehen. Alter, der Kerl ist bereit, uns die zweite Stufe der Magie für lediglich 6 Erfahrungspunkte beizubringen. Sollten wir das Glück haben, ihm nochmal irgendwann zu begegnen, so wäre das ein verdammt guter Deal. Erst wenn du dich mit den Grundlagen der Magie beschäftigt hast, kann es dir gelingen, die Zauber erfolgreich einzusetzen. Merk dir das, sagt er und holt einige Schriftrollen aus seinem Gewand, die in einer dir unbekannten Sprache verfasst sind. Yujin ist einzig und allein an Nahrungsmitteln oder Heiltränken interessiert. Für jedes Nahrungsmittel oder jeden Heiltrank mit einem LP-Bonus größer als 5 wird er dir eine Formel aushändigen. Okay, ich verstehe. Beschwörung scheint kein Zauber zu sein, den wir erlernen können. Lediglich Schriftrollen existieren bislang dazu und eine davon haben wir sogar in unserem Gepäck. Jetzt wird auch das Angeln ein wenig interessanter, denn wenn wir den gefallenen Samurai mit Fisch versorgen, erhalten wir Beschwörungsformeln. Das ist gut zu wissen. Vielleicht werden wir diese Info eines Tages noch benötigen. Anschließend verabschiedest du dich von Yujin und setzt deinen Weg fort. Weiter bei 72. Schon von weitem sichtest du die Stadttore von Sakai, einer Hafenstadt, die dir aus deinen Zeiten als Händler noch wohl bekannt ist. Vor der Stadt schart sich der Pöbel. Bauern, Tagelöhner und Bettler bitten die Stadtwachen, sie durch die Tore zu lassen. Die Soldaten sind schlecht gelaunt und setzen hin und wieder auch ihre Yari-Lanzen ein, um sich besonders widerspenstige Bauern vom Leib zu halten. Eine der Wachen bemerkt dich und wendet sich dir zu. Komm, mach mal deine Taschen auf, ich hab nicht ewig Zeit, wa? Die Wache prüft dein Gepäck. Hast du Opium dabei? Wenn ja, musst du bei 107 fortfahren, andernfalls kannst du konfliktlos passieren, weiter bei 108. Tja, dann 108. Nach wenigen Minuten hast du das Stadtzentrum von Sakai erreicht. Die Stadt ist nicht so groß und prunkvoll wie Osaka oder Kyoto, aber dennoch durchaus sehenswert. In der Nähe des Stadtzentrums befindet sich ein großer Markt, der im ganzen Land wegen seines großen Angebots an guten Schwertern bekannt geworden ist. In den Straßen tummeln sich Wanderhändler, Stadtwachen und Bettler. Was willst du tun? Den Markt besuchen, weiter bei 152. Zum Hafengelände gehen, weiter bei 151. In das Hotel einkehren, weiter bei 154, aber nur wenn 108 nicht angekreuzt ist. Das Schattentheater besuchen, weiter bei 132. Schattentheater.
Okay, das klingt interessant. Die Stadt wieder verlassen, weiter bei 153. Also, eine recht angestaubte Quest ganz hinten in unserem Logbuch meldet sich gerade zu Wort. Wir sind schon seit langer Zeit auf der Suche nach dem Almanach der Sinne und soweit wir wissen, führt uns eine Spur geradewegs ins Hotel. Da werden wir aber auch nicht sofort hinrennen. Schauen wir uns doch erstmal auf den Marktplatz um. Ich habe von guten Schwertern gehört, mal schauen, was dran ist. 152. Nach kurzer Zeit erreichst du den Markt von Sakai, der sich auf einem kreisrunden Platz nahe der Stadttore befindet. Obwohl der Bazar selbstverständlich bei weitem nicht an die Größe des Marktes von Kyoto herankommt, so steht er doch zumindest im Ruf, die beste Auswahl an Schwertern und Äxten in dieser Region zu bieten. Du schlenderst also etwas durch die Gassen um den Platz herum. Zu beiden Seiten der Straße haben Händler ihre Stände errichtet und preisen laut ihre Ware. Beim Vorbeilaufen begutachtest du die Dinge, die dir die Kaufleute zur Schau stellen. Zu welchem Händler willst du gehen? Zum Waffenhändler? Weiter bei 210. Zum Magikus? Weiter bei 209, nur wenn 152 noch nicht angekreuzt ist. Zum Lebensmittelhändler? Weiter bei 208. Zum Angelbedarf? Weiter bei 207. Willst du den Markt verlassen und in das Stadtzentrum zurückkehren, fahre bei 108 fort. Obwohl ich den Meisterstab des Klosters im Auge hatte, würde mich interessieren, ob es nicht eine Waffe gibt, die unsere Angriffskraft über den Wert von 12 bringen könnte und gleichzeitig mindestens 5 Verteidigung bietet. Ich rechne nicht damit, aber ein Blick kann ja nicht schaden. 210. Du willst prüfen, ob der Waffenladen zu Sakai seinem hervorragenden Ruf wirklich gerecht wird. Tatsächlich kann sich die Auswahl und Qualität der hier feilgebotenen Schwerter sehen lassen. »Na, ist die alte Klinge stumpf?«, fragt dich der Verkäufer, ein grober Geselle, den du lieber nicht nachts über die Straße laufen wolltest. Wir schauen uns das Sortiment an und stellen etwas ernüchtert fest, dass wir jeder der angebotenen Waffen bereits über den Weg gelaufen sind. Offenbar ist der Dolch, den wir tragen, tatsächlich die beste Waffe, die wir bislang zu Gesicht bekamen, und er wird hier nochmal angeboten. Wir zucken mit den Schultern und schauen uns dann beim Magikus um. 209. Der Inhaber des Fachgeschäfts für Zauberei und Magie ist eine geheimnisvolle alte Wachtel, die auf dich etwas reserviert wirkt. Der Aufschrift über dem Ladeneingang zufolge ist sein Name Insumo, doch kannst du dem schweigsamen Magikus kaum ein Wort entlocken. Obskure Gerätschaften und uralte Schriftrollen stapeln sich in den engen Regalen, welche die Wände des winzigen Geschäfts flankieren. Neugierig erkundest du den Laden, der allerlei interessante Dinge zu bieten hat. Naja, wie vielleicht auch zu erwarten war, bietet der Magikus Schriftrollen für die einmalige Anwendung eines Zaubers an. Für uns ist das nicht sonderlich interessant, aber für Samurai oder Ninja, die bei dem alten Ronin in der Schule waren und ein wenig zaubern wollen, ist das ein gutes Geschäft. Ansonsten hat die alte Wachtel ein paar Kräuter im Angebot, aber soweit ich es erkennen kann, nichts von großer Bedeutung. Wir verlassen den Laden, lassen das Lebensmittelgeschäft links liegen und ignorieren zunächst auch erstmal den Angelbedarf. Was uns interessiert, ist das Schattentheater. Was es wohl damit auf sich hat? Wir dürfen gespannt sein, denn das erfahren wir im nächsten Eintrag. Bis dahin, liebes Reisetagebuch, bis dahin.